Montag, zweiter Versuch. Der erste ist aus vielen verschiedenen Gründen nichts geworden. Führt zu weit, ist jetzt alles zu erklären. Aber leider Gottes wollte ich eigentlich mit euch zusammen diese Seite hier fertig machen und habe sie jetzt leider fertig. Schade, ich habe es so schön erklärt. Ah, könnt ihr das überhaupt sehen? Ja, also ich drehe es vielleicht mal einmal um, dann kann man es besser, vielleicht besser erkennen. So, also hier, das ist so ein bisschen so 50er Jahre und Ballons und dann ist hier der Spruch, ich sage gleich über Kopf, kann ich nicht lesen. Das war eine alte Postkarte, das war so ein Drachen, den ich ausgeschnitten habe, den habe ich noch gefunden. Die beiden Rollschuhfahrerinnen, die fand ich so toll. Hier ist ein bisschen Washi-Tape, hier ist ein bisschen Washi-Tape, nur ein Stück Pinpapier. Ich wollte ursprünglich diese Seiltänzerin ausschneiden, aber die Rückseite hat mir so gut gefallen, dass ich einen Flipper dran gemacht habe. So kann man beides sehen. Und ich lese noch mal eben kurz den Spruch vor, falls es jemand interessiert. Alle Menschen auf dieser Welt sind irgendwie miteinander verbunden. Warum also nicht einfach zu jedem nett sein? Richard Simmons, amerikanischer Schauspieler und sehr glücklicher Fitnesstrainer, steht drunter. Also, soweit bin ich mit meinem Buch ohne Regeln. Und da ich ja jetzt noch ein bisschen filmen muss, um zu üben und zu probieren, habe ich gedacht, ich ergreife die Gelegenheit und fange an, Stempel zu sortieren. Ich habe schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet, bin aber noch lange, lange nicht am Ende. Tu gleich Effekt tun. Ja, es ist nicht so, dass ich keine Stempel hätte. So ist es nicht. Ich gucke gerade mal, ob hier noch Tiere drin sind. Das sind mehr so Gesichter und so ein paar Ornamente. Das ist zum Beispiel ein sehr schöner Stempel, wenn ich das richtig sehe. Und die Tore finde ich persönlich sehr, sehr schön. Klasse, die Tore, ne? Ja, das ist schon mal richtig. Ich kann dann, glaube ich, und dann habe ich hier noch solche Hintergrundstempel, Butterflies, Blumen. Oh, ich muss immer gucken, dass ich drin bin. Das lasse ich jetzt mal eben so, wie es ist. Das räume ich schon wieder ein. Eingeräumt habe ich auch schon die Weihnachtskiste mit Stempeln und eine kleine Kiste mit Stempeln. Das waren Tiere. Ach so, warte mal, das sind Riesenstempel. Könnt ihr das erkennen? Das ist Wahnsinn. Die sind Wahnsinn. Die kann man nur fast nie irgendwo gebrauchen, aber sie sind einfach wunderschön. Ich habe ein paar Mal, ja, die lasse ich jetzt, wie sie sind. Die Kiste kann ich sofort wieder in den Schrank reinstellen. Okay. Und dann habe ich hier noch eine andere Kiste. Und zwar, da war ich noch nicht so richtig dabei. Ach so, ja, das sind hauptsächlich, das sind Pferde, Hund, Katze. Nochmal Hund, niedlich. Wellensittich und V. Mietzikatze. Ein kleiner Butterfly, ein einzelner. Meine Hasenstempel kennt ihr vom Hasenbuch. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Das sind auch so Art Tore. Und ich hoffe, man kann es erkennen. Die habe ich noch nie, glaube ich, oder erst einmal. Oh, die habe ich eigentlich noch nie benutzt. Wunderschöne Sachen. Die muss ich unbedingt mal irgendwann. Unbedingt irgendwann. Ah, hier sind Blumen, eine Landschaft, so eine Winterlandschaft. Könnte eigentlich besser bei den Wintersachen rein. Enzian. Hier sind auch wunderschöne Stempel. Ich muss wirklich sagen, ich habe einiges an Stempeln schon hergegeben. Oh, der ist schön. Könnt ihr das sehen? Der ist ganz fein, ganz fein. Und das ist nochmal einer mit Vögeln, so mit Blumen. Hier sind noch ein paar Blumen drin. Den lasse ich so, wie er ist. Den kann ich auch wegstellen. Hoffe ich jedenfalls. Ich denke, ja. Na, ach, kann ich das da noch liegen? Oh Gott, jetzt wird es aber eng hier. Oh lala.
Das ist eine Box mit neueren Stempeln. Die habe ich mir jetzt. Die anderen weißen Stempel waren alle ausnahmslos von La Blanche. Hier sind welche von Crafty Individuals und diese habe ich mir so nach, kann man das sehen? Die kennt ihr schon, die habe ich in den Büchern teilweise schon benutzt. So Tabellen und solche Geschichten, die habe ich mir neu gekauft im Winter. Ganz tolle Sachen dabei. Das kann ich auch so lassen eigentlich. Dann haben wir hier meine klaren Stempel. Ich weiß nicht, kann man das in irgendeiner Form erkennen? Die habe ich ja so eingeordnet alle. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt sehen kann. Ich versuche es mal zu zeigen. Hier sind auch die von der Tea Party von Alice drin und ein paar Eulen und Bäume, die ich eigentlich noch nie gebraucht habe bis jetzt. Und hier sind richtig tolle Stempel mit dabei. Das sind so besondere Hintergrundstempel. Die habe ich schon teilweise benutzt. Ich hatte doch jetzt hier irgendwo so eine komische Rechnung. Wo ist die? Warte mal. Könnt ihr nicht wissen, hatte ich schon mal heute rausgeholt. Das ist zum Beispiel irgendeiner von diesen. Ich weiß jetzt nicht welcher. Kann ich das erkennen? Kannst du schlecht gucken? Hilfe! Ich weiß es nicht. Oder habe ich noch einen anderen? Also so diese Art ist das so hintergrundsmäßig. Die sind richtig klasse. So, die kann ich auch schon wieder weglegen. Ach, warte mal, da ist noch eine Kiste. Stopp, bevor ich das jetzt wieder raufpacke und runterpacke. Was habe ich denn in dieser Kiste eigentlich? Muss mal eben gucken. Ach ja, ja, das sind Alphabete. Das ist Tintenherz-Alphabet. Ihr kennt ja Tintenherz. Das sind Anna Griffin Stempel hier, alles mögliche, so Einladungen, Goodbye, Torten, so ein Zeug. Hier sind auch Alphabete drin, weiß ich so, brauche ich gar nicht reingucken, weiß ich so. Kann ich aber so, wie es ist, jetzt auch reintun. Ich muss aber auch noch eine Kiste haben, ich war doch noch nicht... Ah, die kleine, warte mal, die räume ich dann jetzt weg. Einen Moment, bitteschön, so... Ja, diese Kiste war das, was ich eigentlich suchte vorhin. Meine Güte, hab ich ein Zeug. Wir machen mal jetzt Tabula Rasa, wohl? Guck, da haben wir es schon. Da sind nämlich noch Fische und Katze. Die gehören da schon mal gar nicht. Oh, der Vogel ist ja schön. Den habe ich noch nie benutzt. Hund und Grammophon, so altmäßig so. Butterfly. Könnt ihr das sehen? Ist das klasse, oder? Big Ben mit einer Uhr. Katze mit Fenster. Das kann ich zu den Tierstempeln geben. Eine Uhr. Und was ist das? Ach, ein Vogel. Das passt dazu. Noch eine Uhr. Ein Vogelkäfig passt eher zu Vögeln. Zu den Wellensittichen und so weiter. Ich muss mal gucken, sind hier noch Motive? Ach, guck mal an. Ich habe die ganzen... da habe ich letztens nachgesucht. Die ganzen Zahlen habe ich hier. Oh lala, hier sind noch mehr Uhren. Hier sind so Zahnräderwerkuhren. Ja, wenn ich jetzt wüsste, die muss ich mal eben extra legen. Die muss ich gleich bei den Tieren mit reinlegen. So, dann muss ich mir doch mal eben hinsetzen, ob noch eigentlich alle Zahlen da sind. Meine Güte, es ist schon eine Menge, was sich da ansammelt. Und da habe ich noch so eine, wie sagt man, Kompass. Mein Gott, wie sagt man? Ja, ist klar, wie sagt man? Oh, wow, guck mal hier. Einbrecherschlüssel. Klasse. Wo ich aber, oh, die, ich habe Tickets. Oh, wow, ich wusste es nicht mehr. Ich schwöre es, ich wusste es nicht mehr. Ich habe Tickets, Ticketstempel und... So, Fahrkartenstempel, ganz klasse. Der gehört eigentlich mehr so zu dieser Abteilung. Wow, ich habe ja die ganzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatsächlich, ich habe alle. Brauche ich jetzt nicht einzeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 und einer wäre zu viel oder ich habe mich verzählt. Auch nochmal kleinere. Dann habe ich einen Stempel nur mit einer Ziffernfolge. Dann habe ich nochmal, ich muss immer erst gucken, wo ich die, da. Dann habe ich nochmal Zahnräder.
Oh, ich habe ein Maßband. Ist das schön. Hätte ich mal wissen sollen. Hätte ich schon mal gebraucht. Hier sind nochmal Ziffern. Dollar. Wow. Hier ist noch ein Ticket. Habe ich das zweimal? Ja. Man kann es doch nicht glauben. Ich habe es mir zweimal gekauft. Weil ich dachte, ich habe es nicht. Ich habe das zweimal. Ich bin wirklich... Ja, und das sind jetzt, was ist das? Einen Moment, da muss ich nochmal gucken. Oh, das ist auch so, aber das glaube ich, weiß nicht, das kann die Kamera vielleicht irgendwie auch so ganz kleine Ziffern. Und das, was ich jetzt hier sonst so habe, das versuche ich auch mal eben kurz zu zeigen. Das sind so Hintergrundgeschichten. Ja, und da hier. So ein Muster wie so ein Eisengitter und so ein Gewebe und so ein Zwirl. Keine Ahnung. Und den habe ich auch noch. Wie so ein Gitter, wie so ein aufgebrochenes, verrostetes Gitter. Und den hatte ich mir nochmal neu gekauft. Den hatte ich noch nicht. Ja, es ist schon einiges an Stempeln. Ich muss mal dazu sagen, dass ich auch einiges schon weitergegeben habe bei der großen Aufräumaktion vor ein paar Monaten. Oder ist das schon ein Jahr her? Ich weiß gar nicht. Ist schon eine Weile her. Und ich will die Gelegenheit mal gleich ergreifen und hier ein paar Stempel reinmachen. Zum Beispiel mal hier Uhren. Wie ist es denn mal mit den Uhren? Ich habe so viele schöne Uhren hier. Guck mal, toll. Da muss ich natürlich sehen, dass ich die richtigen kriege. Archival Ink, das ist Coffee. Vielleicht mal so eine Taschenuhr irgendwo, oder? Die ist toll, oder? Könnt ihr das so sehen? Ja. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der zweite Versuch zu filmen heute. Bei dem ersten ist alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Egal. Ich war heute Morgen ja los, um nochmal wegen der Kamera und Fragen und dies und dies. Und ich muss sagen, man hat mir da sehr nett und freundlich heute geholfen. Und die Kamera wurde auch noch eingestellt. Und ein paar Probleme konnte man schon so klären. Und jetzt ist das mehr oder weniger auch wieder so ein Test jetzt. Man sollte die ein bisschen immer runterdrücken, nicht zu schnell abnehmen, damit damit das in das Papier ein bisschen reingehen kann. Vor allen Dingen dieses alte ist ja so ein bisschen... Oh ja, das ist ganz schön, oder? Jetzt will ich mir mal gleich... Das finde ich genial, dass man diese hässlichen Dinger hier nicht sieht. Ich nehme mal ein paar raus, ich brauche gleich ein paar noch. Ja, das sollte ich jetzt dann testen. Und ich habe jetzt ein anderes Licht hier am Tisch. Vielleicht hilft das ja auch schon ein bisschen. Man weiß es nicht. So, das fand ich jetzt immer ganz schön. Was habe ich denn hier noch? Guck mal, ich habe hier so Zahnräder. Das sieht auch interessant aus. So Zahnräder finde ich auch nicht schlecht. Ich nehme dann aber wieder braun, was? Also diese, ich bin immer wieder baff, dass die überhaupt noch funktionieren, diese ganzen Geschichten. Also ich habe die schon bestimmt, ich habe letztens noch überlegt, 12 Jahre. Ja. Gut, die sind alle liegen hier und es passiert nichts dran, aber trotz und alledem. Ich hatte zur gleichen Zeit mir einen Stempel machen lassen, als ich noch meine Bären gemacht habe und ausgestellt habe mit dem Trösterbären-Logo. Und da habe ich ein Stempelkissen, ein deutsches dazu gekauft. Das deutsche Stempelkissen hat sich komplett, oh ja, das sieht ja toll aus, hat sich komplett aufgelöst in den Jahren, habe ich vor kurzem wiedergefunden. Und diese sind alle noch funktionstüchtig, da hat sich nichts aufgelöst. Die sind wie neu, wie unberührt. Und das erstaunt mich doch wirklich sehr. Ah ja, ich habe gedacht, ich stempel mal einfach hier so ein bisschen rein, dann haben wir die Gelegenheit. Ich wollte das schon lange machen, dann kann ich das ja auch mit euch zusammen machen heute mal. Bleiben wir jetzt bei Braun, denke ich mal, oder? Was habe ich denn hier noch Schönes? Einbrecherschlüssel brauchen wir nicht, oder? Vielleicht einen größeren mal hier unten hinsetzen. Was ist denn hier zum Beispiel? Das würde sich doch hier auch anbieten, oder? Oder der mit dem Vogel, was? Der mit dem Vogel, der ist doch richtig toll.
versuche ich den mal. Ah, den habe ich schon mal benutzt, der ist nicht richtig sauber. Ich sehe schon, da ist irgendwie blau oder was dazwischen. Jetzt machen wir auf jeden Fall braun. Coffee. Ja. Also, ich war wirklich mit der Kamera sehr verzweifelt und ich war wirklich kurz davor zu sagen, ich gebe es komplett auf. Aber eigentlich macht es mir so viel Spaß und ich möchte es nicht ganz aufgeben. So, jetzt werden wir mal versuchen, ob das klappt. Ein bisschen mit Druck muss man da schon mal arbeiten. Das ist ja doch ein ziemlich großes Teil hier, was ich hier habe. Was wollte ich dir vorhin noch irgendwas sagen? Das Dumme ist, weil ich habe ja alles schon heute Morgen erzählt und weiß jetzt gar nicht, was ich noch erzählen muss. Oh, der ist aber toll, oder? Der ist aber schön, der Stempel. Wow. Ja, guck mal, was ich für Schätze hier habe. Diese weißen sind alle von La Blanche. Ja. Bei La Blanche ist es ja so, man muss sofort kaufen, wenn die sie hat. Sie macht die Sachen ja immer nur einmal in der Regel. Und wer dann nicht dabei ist, ist halt nicht dabei. Ne? Der hat es dann halt nicht bekommen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe eine große Menge. Den habe ich noch nicht. Eine große Menge auch an Stempeln, die so ein bisschen kindgerechter waren. Die habe ich damals alle mit dazu gepackt für den Kindergarten, als ich das Papier weitergegeben habe. Und da waren auch noch andere Bastelsachen dabei. Warte mal, wo ist denn die 12? Der 12 ist oben. Da ist der 12. Oh, das sieht eigentlich nicht schlecht aus mit den Stempeln jetzt, oder? Also mir gefällt es gut. Mir gefällt es richtig gut. Ja, die ist ja so ein bisschen verschwirrt. Ist jetzt gut. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal einmal so ein paar Nummern ausprobieren. Das kann ich ja bei dieser Gelegenheit gut mal machen. Es ist ja Platz genug. Da können wir ja auch mal ein paar Nummerchen. Dies fand ich immer so klasse, diesen Stempel hier. Den mache ich mal so schräg drauf. Muss ja nicht immer alles gerade sein. Boah, der ist klasse, der Stempel. Wow. Also, das kann man kaum glauben, aber es ist wirklich wahr. Ich weiß bei vielen Sachen gar nicht mehr, dass ich die habe. Ich glaube es wirklich bei mir selber nicht. Naja, ich habe damals sehr viel gekauft und habe das dann auch nicht immer alles sofort benutzt. Und dann hörte ich irgendwann ganz damit auf. Wie rum geht denn dieser Stempel? Ich muss mal, also rum sind die Zahlen. Habe ich irgendeine helle Seite, wo ich es mal vielleicht mal hier oben versuchen? Das ist so ein ganz kleiner, ganz zarter Stempel. Ob der jetzt... Mal gucken, ob es glaubt oder nicht. Ich kann es selber nicht sehen. Oh, wow, der ist ganz scharf. Der ist ganz gestochen klar. Guck mal hier, kann man das sehen? Nee, ich bin falsch. Halt, ich muss ihn ganz anders halten. Hier bin ich. Ihr guckt auf die falsche Seite. Ich zeige euch die falsche Seite. Hier muss ich hin. Jetzt habe ich ihn. Ich hoffe, man kann es jetzt endlich sehen. Den meine ich. Okay, einen mache ich noch. Es macht so viel Spaß, die Stempel zu und zu gerne. Also, ganz ehrlich, am liebsten hätte ich Best Wishes drin. Wo habe ich den denn? Den liebe ich auch. Best Wishes. Best Wishes. Habe ich jetzt nicht hier. Okay, dann muss ich mich behaufen mit irgendwas, was ich hier habe. Sollen wir nochmal ein Ticket nehmen? Sag mal, da bestelle ich mir vor kurzem dieses Ticket. Und ich sag noch, aus China ist das. Und ich sag noch, Mensch, ein Ticket, das wollte ich immer schon gerne haben. Dabei hatte ich es längst. Ist nicht zu glauben, oder? Es ist nicht zu glauben. Ja, das kann man ja ruhig mal machen. Das ist ja hier ein Buch ohne Regeln. Da kann ich auch immer wieder drauf zurückkommen. Das habe ich so auch so vor. Also, ich muss sagen, jetzt versuche ich es besser zu zeigen. Sofort von vornherein. Moment, Buch halten und zeigen. Hier. Ganz klar. Kann man das wirklich gut sehen? Ich hoffe ja. Ja, ganz klar. Ich bin immer wieder begeistert von diesen Feinkonturen stempeln. Jetzt möchte ich hier noch irgendwas hier machen. Jetzt bin ich im Stempelwahn. Jetzt muss da was hin. Unbedingt. Unbedingt. Was habe ich denn hier noch? Diese Dinger finde ich doof. Diese Dinger finde ich echt doof. Ah, ja, gut, dann nehme ich das für ihn. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist nicht richtig sauber. Damals hatte ich das mit den Feuchttüchern noch nicht.
kannte ich damals gar nicht. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass man das machen könnte. Also, wo ist der Norden? Da ist Norden. Norden ist oben, ne? Ja. Jetzt ist, wie gesagt, ich habe jetzt das Licht geändert. Es ist an den Einstellungen für den Ton etwas geändert worden. Ist auch schön. Und an der Kameraeinstellung, weil ich kann jetzt nicht jedes Mal neu alles einstellen. Das läuft einfach automatisch ab, sowas bei mir. Also ganz ehrlich, ich habe da gar keine Lust zu. Und ich hoffe, dass es jetzt schon reicht. Wenn nicht, dann könnte ich nochmal hingehen. Dann könnte man nochmal vielleicht was Neues einstellen. Also, liebe Leute, das ist die erste Seite jetzt mit Stempel noch versehen. Das hatte ich auch noch gefunden, das war auch aus der Flo, ein Deckblatt, also ein Eingangsblatt und dieses Buch gehört. Ne? Das passt ja ganz gut. So, ich schließe es für heute ab. Ich versuche das jetzt hochzuladen und zu gucken, wie die Qualität ist. Bitte drückt mir die Daumen, dass es okay ist. Bye, bye, macht's gut.